Was soll er nur machen? Er hat sich ja nichts vorzuwerfen. Er darf hier ganz einfach nicht mitspielen. John Higgins lässt ihn nicht. Sagt, das ist mein Sandkasten, das sind meine Förmchen. Und genauso ist es ja Jordan Brown gegangen und auch Mark Selby in den Runden zuvor. Da hat man nach dem Sieg gegen Jordan Brown noch gesagt, naja, Jordan Brown, der hat noch immer nicht seinen Triumph bei den Welsh Open hinter sich gelassen. Da ist er noch nicht wieder richtig konzentriert und das hat John Higgins ausgenutzt. Aber wie wir ja jetzt gesehen haben, das war es nicht alleine. Das gibt Schlagzeilen. John Higgins hat mal eine lange Rote verschossen. Also wenn man so lange auf dem Stuhl gesessen hat, ist das nicht der Ball, den man gerne spielen möchte. Klasse gemacht von Calvin Wilson. Der weiß natürlich auch diesen vierten Frame, jetzt den letzten vor dem Mid-Session Interval, den braucht er unbedingt, um noch Hoffnung zu haben, das Ding nach dem Interval, nach der Pause noch zu drehen. Komm. Wilson wollte jetzt mit seiner Safety Higgins dazu zwingen, den Pulk etwas zu öffnen.
Ja, welche Möglichkeiten hat Kyron Wilson jetzt? Diese rote da, die geht, also die letzte unterhalb des Spielballs liegt, etwas nach rechts versetzt. Das ist natürlich auch frustrierend für Kyron Wilson, wenn da sowas so schief geht wie gerade bei John Higgins. Da erwartet man eigentlich, dass man einen leichten Einsteiger hat, dass man sogar mehrere Optionen hat. Hat er hier nicht. Wilson allerdings mit den Hilfskü ein enorm sicherer Spieler. Also gelocht hat er gut. Der Kontakt mit der zweiten Roten war nur gut, wenn er jetzt an Schwarz rankommt. Aber danach sieht es nicht aus. Der war schwer, der war riskant. Den Spot. Blau liegt da relativ sicher. Braun und Grün in ängstlicher Umklammerung vereint. Ein höheres Break draus werden soll, dass er dann auch ein paar schwere Bälle spielen muss. Das ist ganz einfach dem komplizierten Bild geschuldet. Da fragt auch jemand nach, ob die Spieler den Trainer dabei haben, mit dem sie sich hier vielleicht hilfreich, aber das ist nicht der Fall. Sie dürfen hier niemanden mitbringen. Da darf niemand sonst in diese Corona-Blase rein. Corona-sichere Blase rein. Das kann auch irgendeine Vertrauensperson sein. Natürlich hat man die Möglichkeit, im Mid-Session-Interval dann mal das Telefon zu nehmen und irgendjemanden anzurufen, mit dem zu sprechen.
2016. Zu erlauben, also von wegen 45 Jahre alt stehe am Ende meiner Karriere, da würde jeder ein Auge geben, wenn er so spielen könnte wie John Higgins, das auch die Spielballkontrolle. Er kann die Route neben Schwarz nicht richtig wegdrücken. Toll, wie er dargestellt hat. 54. 61. 62. Warum nicht mal eine Kombination? Für den Schotten. Wilson bekommt keine Luft.